Hallo zusammen, ich bin Stefan Fuchs und auf meinem Kanal bekommst du Tipps, Tutorials und Guides zu neuen Survival- und Strategiespielen. Die letzten Tage hat mich Palworld wirklich in seinen Bann gezogen. Beim Spielen renne ich alle 5 Minuten in Bugs und Fehler rein, aber trotzdem habe ich unglaublich viel Spaß mit diesem Game. Und das ist echt eine Leistung. Die Entwickler sind auch absolut ehrlich damit und sagen selbst, dass Palworld noch lange nicht fertig ist und sich noch massiv verändern wird. Ich hoffe, dass dabei unter anderem das Tutorial nochmal überarbeitet wird, denn die folgenden Top 10 Einsteigertipps werden dir im Spiel nicht erzählt, obwohl ich sie in meinem allerersten Spieldurchlauf mehr als dringend gebraucht hätte. In dem Sinne starten wir direkt ins Video. Los geht's! Tipp Nummer 1, du kannst dein Startgebiet frei wählen. Ähnlich wie in den Anfangszeiten von Grounded startet Palworld mitten im Nirgendwo ohne jede Form von Einführung. Sicherlich bekommt man eine klitzekleine Szene zu sehen, ähnlich wie in Ark, aber da die Szene am Strand spielt und man dann auf einem Berg startet, hängen beide wohl noch nicht sonderlich zusammen. Meine Vermutung ist, dass die Hintergrundstory ist, dass wir ein Schiffbrüchiger sind und es gerade so an den Strand geschafft haben. Das aktuelle Startgebiet ist da scheinbar eher für einen möglichst einfachen Spielstart gedacht und nicht für eine konsistente Story. Wenn du aber direkt nach dem Spielstart sofort nach links gehst und den Berg hinunterspringst, um zu sterben, dann kannst du dir dein Startgebiet frei wählen, ohne dabei irgendetwas zu verlieren. Hier könnte man spekulieren, dass ein Spiel später ähnlich wie in Ark startet, in dem Sinne, dass du dir direkt zu Beginn ein Startgebiet frei auswählen kannst. Jeder dieser Startpunkte hier ist auch tatsächlich in einer Region mit Level 1 Anfängermonstern, aber trotzdem unterscheiden sie sich hinsichtlich der Pals, denen du begegnen wirst, hinsichtlich des Bioms und hinsichtlich der auffindbaren Ressourcen. Ohne den Trick mit dem Sterben kommst du aber aktuell leider noch nicht in den Auswahlbildschirm mit den unterschiedlichen Startgebieten. Da das aber ordentlich Abwechslung ins Spielgefühl bringt, hätte ich das auch gern direkt am Anfang gewusst. Tipp Nummer 2, such dir einen guten Platz für deine Basis. Direkt zu Beginn deiner ersten Runde wirst du vermutlich genauso wie ich den starken Drang verspüren, dir erstmal eine Basis zu bauen. Hier gibt es aber leider nicht nur gute und weniger gute Plätze, sondern auch richtig schlechte Plätze für eine Basis. Wenn du direkt am Spawn eine Startbasis errichtest, dann hast du wenig Platz zum Bauen, verwirrst deine Pals durch die komplizierte Struktur und bist weit entfernt von wichtigen Ressourcen. Ein guter Platz für deine Basis ist möglichst weit von Teleportpunkten entfernt, denn deine Basis erschafft einen neuen Teleportpunkt und den willst du lieber an einer Stelle haben, wo du schwer hinkommst, als direkt neben einen anderen Teleporter. Weiterhin willst du eine möglichst große ebene Fläche zum Bauen haben, damit deine Pals direkt zu Essen, Bett und Arbeitsplatz kommen, ohne vorher Treppen hochklettern zu müssen. Die Pals sind jetzt nicht so schlau und werden schnell mal überfordert. Manchmal ist es ihnen sogar zu schwierig, durch eine Tür zu gehen, um zum Bett oder zur Fotostelle zu kommen. Zum Schluss willst du natürlich auch viel Holz, Stein und insbesondere Erz in deiner direkten Nähe haben. Holz und Stein bekommst du später auch ohne Ressourcenstellen in der Nähe, aber ein Erzsammelspot sollte so nah wie möglich an deiner Basis sein. Tipp Nummer 3, fang mindestens 10 von jeder Sorte. Für die ersten 10 gefangenen Pals jeder Sorte bekommst du Bonus-Erfahrungspunkte. Das ist für sich genommen schon extrem gut, weil du so sehr schnell leveln kannst. Die Pals unterscheiden sich aber auch ordentlich voneinander, sodass du bei 10 oder mehr gefangenen Pals von jeder Sorte eine ordentliche Auswahl bekommst und dir immer einen Pal mit guten Werten auswählen kannst. Das solltest du also unbedingt zur Gewohnheit werden lassen. Tipp Nummer 4, achte auf die individuellen Eigenschaften. Einer der Gründe für die mindestens 10 Fänge von jeder Spezies sind die individuellen Eigenschaften. Die übersieht man am Anfang gerne mal. Aber ich kann dir sagen, dass es bei Bauzeiten von 10 Minuten und mehr dann später schon einen ordentlichen Unterschied macht, ob dein Pal 50% schneller arbeitet oder nicht. Die Pals, die du direkt mit im Team hast, sollen natürlich im Kampf möglichst gut eingesetzt werden können. Hier wäre es jetzt ungünstig, wenn dein Pal ein Angsthase ist und demzufolge weniger Damage verursacht. Achte also immer darauf, was für Eigenschaften deine gefangenen Pals denn nun eigentlich haben. Tipp Nummer 5, wenn du mal keine Sphären mehr hast, such in deiner direkten Umgebung.
Wenn du so spielst wie ich, dann wird es dir einige Male passieren, dass du einen coolen Pal siehst, ihn schwächst, fangen willst und feststellst, dass du aktuell keine Sphären mehr hast. Besieg in dem Fall den Pal nicht. Such stattdessen in deiner direkten Umgebung nach Sphären, die auf dem Boden liegen. Im Normalfall sind die niemals weit entfernt. Das geschwächte Monster heilt seine Lebenspunkte nicht, wenn du in der Nähe bleibst. Also kannst du dann einfach mit einem Ball zurückkommen und es fangen, sofern du nicht allzu weit weggegangen bist. Tipp Nummer 6. Lies dir die Profile deiner Pals gründlich durch. Die Profile deiner gefangenen Pals enthalten viele nützliche Informationen. Hier erfährst du unter anderem, dass Schafe im Stall Wolle geben und Hühner Eier legen. Lies dir diese Informationen bei jeder neuen Spezies genau durch, damit du auch wirklich weißt, was der neue Pal alles kann. Tipp Nummer 7. Halte deine Basis so einfach wie möglich. Beim Bau deiner Basis sollte zumindest aktuell noch alles so einfach wie möglich gehalten werden. Deine Pals sind sehr schnell überfordert. Wenn ihre Betten in einem Haus auf der zweiten Etage in einem Extrazimmer platziert sind, dann werden sie sie nicht finden und einfach auf dem Boden vor lauter Stress einschlafen. Das führt dann zu Magengeschwüren und Krankheiten. Halte also insbesondere die Platzierung der Sachen, mit denen deine Pals interagieren sollen, so einfach wie nur irgendwie möglich. Am besten funktioniert es aktuell, wenn wirklich alle Betten, das Bad und alle Arbeitsplätze draußen unter freiem Himmel platziert sind, dass die Pals da so schnell und so einfach wie möglich hinkommen. Tipp Nummer 8. Platziere Kisten direkt neben Farming Spots. Sobald du Farming Spots freischaltest, sammeln deine Pals fleißig Rohstoffe, wenn du auf deine Abenteuer gehst. Hier ist es nicht selten, dass du über 100 Holz oder Stein rausbekommst. Schließlich können bis zu 9999 gleichzeitig angesammelt werden. Auf die Sammelstelle hast du beim Bauen keinen Zugriff, sondern nur auf alle Truhen. 100 oder noch mehr Steine wirst du am Anfang aber nicht schleppen können. Also platziere Truhen direkt neben den Sammelstellen, um nach dem Abholen der Ressourcen sie direkt in die Truhe packen zu können, ohne laufen zu müssen. Dadurch hast du Zugriff auf die gesammelten Rohstoffe und vermeidest, dass du wegen einer zu hohen Traglast dich nicht mehr bewegen kannst. Tipp Nummer 9. Nutze Kartenmarkierungen, um wichtige Punkte nicht zu vergessen. Insbesondere am Anfang wird es dir häufiger mal passieren, dass du zum Beispiel eine Truhe findest und keine Schlüssel dazu hast. Markiere dir diese Stellen auf der Map, so findest du schnell zu ihnen zurück, wenn du die notwendigen Voraussetzungen dafür hast. Gleiches gilt natürlich auch für gute Spots zum Gleiten, Stellen mit viel abbaubarem Erz, Dungeons oder Außenposten. Je mehr du dir markierst, umso einfacher wird es, Dinge wiederzufinden. Tipp Nummer 10. Erkunde die Welt von Palworld. Mein letzter Tipp in diesem Video ist einfach nur erkunde, erkunde und erkunde. Ach ja, ganz vergessen, erkunde! In Palworld gibt es so viele versteckte Dinge, wie Truhen, eroberbare Außenposten mit seltenen gefangenen Pals, Dungeons, Palbossen, sammelbare Gegenstände, Dokumente und sogar Shiny Pals mit ganz besonderen Eigenschaften. Wann immer du Zeit hast, solltest du auf Erkundungsreisen gehen und so viele Teleporter wie nur möglich freischalten, um noch schneller rumzukommen. Wenn du sehr früh Zugang zu anderen Inseln bekommen und so sehr seltene Pals finden möchtest, dann lege all deine Gegenstände im Inventar ins Lager und lass dich besiegen. Nun startest du einfach auf einer neuen Insel und aktivierst dort den nahesten Teleporter. Das wiederholst du mit allen Inseln und schon kannst du dann mit deiner angelegten Ausrüstung auf andere Inseln teleportieren und die dann ordentlich erkunden. Neugier und Erkundungen werden in diesem Spiel wirklich belohnt. Also bleib neugierig. Ich wünsche dir jedenfalls noch ganz viel Spaß weiterhin beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye-bye!